Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Viele bis leid, ich bin's, der Black. Und ja, ich baue hier gerade immer fleißig weiter. Fleißig brauche ich immer noch solche Sorting Machines, nochmal ein paar mehr. Das heißt, ich crafte da nochmal so 3 oder 4 Stück. Schadet nicht. Wo ist denn so? Sorting Machine. Manu. S-O-R-T-I-N-G. Da haben wir sie. Dazu brauche ich einen Filter. Dazu brauche ich also auch wieder ein paar Filterchen. Craften wir einfach mal ein paar Filterchen. Einen haben wir noch. Das wird aber nicht reichen. Also so und so. Diese Red Drop Wafer da rein. Das war doch so, ne? Jawohl. Und Ingot, Ingot, Ingot. Ingot, Ingot. Und Pistons in die Mitte. So, 5 Stück machen wir wieder. Haben insgesamt 4. Okay, das reicht erstmal. Wenn wir jetzt 5 Sorting Machines machen, brauchen wir aber Red Drop Wafer und Eisen. Eisen haben wir hier keines mehr. Ist aber kein Problem. Wenn wir irgendwas zur Genüge haben, dann Rohstoffe. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp. Der Red Drop Wafer unten und das Blue Eller Ingot. Blue Eller Ingot müsste ich noch hier drüben einige haben. Heavy Metal. Nein, die habe ich auch drüben in der anderen Kiste, aber die hole ich gleich. Ich hole erstmal hier Red Drop Wafer, weil da haben wir nämlich auch noch ein paar. Okay. Ist doch schön, wenn man ein bisschen vorausproduziert. Hehe. So, Red Drop Wafer, so, Blue Alloy Ingot müssten wir hier genug haben. Für ein paar Sorting Machines reicht es auf jeden Fall. 5 Stück, sehr schön. Das erstmal wieder raus. Hätten wir 5 Sorting Machines, wir haben noch genug Kisten, gehen wir mal runter. Gehen hier, statt in eine Chest, gehen wir hier in eine Kiste. Statt in ein Dings gehen wir hier in eine Kiste, genau. Das heißt, der hier kann erstmal wieder weg. Dazu brauche ich diese hier. Weg. Habe ich dich? Eingesammelt. Buffer. Transposer. Hat sie den jetzt irgendwo anders eingesammelt? Mal gucken. Ah, da hinten liegt er. Ich dachte schon. Hallo. War er weg. Ist halt nur weg, weil ich den nicht mehr einsammeln kann. Na gut, okay. Jetzt habe ich erstmal das hier. Hau ich eben den erstmal hier hinten rein, beziehungsweise erstmal die ganzen Pinsel, die werde ich gleich wieder brauchen. War eigentlich Blödsinn, die rauszulegen, aber ja, okay, was soll's. Den Buffer, da werde ich wahrscheinlich auch bald wieder ein paar mehr brauchen. So, zack. Jetzt haben wir hier eine normale Kiste hin. Normale Kiste. Und da kann der jetzt fleißig quasi Machine Blocks raus transportieren. Und zwar, wenn Space in Inventory, gib einfach ein Pipe-Signal. Damit kriegt er hier ein Signal, damit kriegt er hier oben ein Signal. Der hier dürfte, weil es noch nicht eingestellt ist, wenn er was kriegt, das Zeug auch rauspumpen. Wunderbar. Und damit kommen jetzt hier unten die ganzen Machine Blocks an. Sehr schön. Heißt im Klartext, dass wir hier davor dann wieder eine Sorting Machine klatschen. Ja, mache ich die davor? Ja, genau. Ich mache das davor. Plopp. Sorting Machine an. Ich muss natürlich auch wieder das Kabel verlegen. Entsprechend machen wir hier auch wieder auf. Zop, zop, zop. Und ja, ich weiß, alles, was ich hier baue, das geht alles viel, viel einfacher. Aber ich will es nicht einfacher. Ich will es richtig kompliziert. Und ich will so, dass das möglichst wenig auch verloren gehen kann. Das heißt, dass möglichst wenig raustroppt und möglichst wenig kaputt geht dabei. Ich mache das mit einer Sorting Machine, obwohl da eigentlich ein Filter hätte auch gereicht. Fällt mir jetzt gerade so auf. Naja, Sorting Machine. Was soll's. Sind ja schnell gecraftet, die Dinger. Ich denke nicht, dass das großartig stört. Plupp. Wenn die im Leerlauf arbeiten, ist eh Wurst. So, okay, machen wir hier wieder zu. Hep. Der kriegt Strom. Was er noch kriegt, ist erstmal ein Anschluss von. Und zwar hier. Wunderbar. Wo muss er denn dann hin? Der muss an einen Igneous Extruder angeschlossen werden. Denn jetzt wird es so langsam Zeit, dass wir das letzte Material, was wir noch benötigen, ebenfalls mit herstellen. Wir brauchen schließlich noch für eine vernünftige Crafting-Rezeptanlage und überhaupt brauchen wir schließlich noch Cobblestone. Wir brauchen einen Macerator und wir brauchen... Was ist das hier eigentlich für ein Kabel? Das ist ja... Ja, das kann ich ja direkt runterleiten. Das ist gut. Und wir brauchen wahrscheinlich hier jemanden, der mal das Portal versetzt. Das ist hier jetzt ein bisschen fehl am Platz.
Entsprechend hole ich mir mal kurz die Portal Gun mit. Portal Gun, wo bist du? Ich suche dich so sehr. Und dann haben wir eine Portal Gun. Das freut mich immer mehr. Hier sind wir völlig falsch. Wir nehmen Pneumatic Tubes. Einige noch mit. Das interessiert mich sonst einen Pups. Ha, wie gut ich reimen kann. So, also wir sind wieder hier. Gehen einfach von da nach da. Hauen wieder. Ich mache hier wieder so eine Leitung, wie ich es bei dem anderen gemacht habe. Hauen so eine Leitung hier hin. Ich brauche ja erstmal. Wo mache ich denn das Zeugs hin? Ich mache das hier am besten. Das heißt, ich brauche noch einen Igneous Extruder. Ich baue mal schnell einen Igneous Extruder. Hier hinten so ein Teil eben, damit wir halt Cobblestone herstellen. Den Cobblestone will ich nicht craften. Das kann das Teil hier einfach frei Schnauze machen sozusagen. Ein Igneous Extruder. Wie ging denn der? Muss ich nachgucken. Und wahrscheinlich erstmal was aussortieren, weil ich viel zu viel anderes Zeug habe. Igneous Extruder. Da ist er. Ein Kolben. Machine Frame. Okay, ich glaube, den kriegen wir hin. Wenn ich ein bisschen Glas hätte. Das nehmen wir da. Hier haben wir Refined Iron. Das kann ich mal hier reinhauen. Eisen haben wir auch. Ich brauche noch ein bisschen Gold. Nanu? Kein Gold mehr. Ah, das ist Bronze. Gold ist hier. Okay. Ich nehme mal mit. Ja, habe auch nur viel. Ich wusste es doch. Die hat es nicht richtig reingetan. Ich habe es doch gesehen. Ich war doch. War ein kleiner Serverleck. Dann machen wir es halt so. So. Das wieder aufstecken. Okay. Und jetzt haben wir auch hier noch Gold. Juhu, ich freue mich. War jetzt voll wieder mal die Glanzleistung von mir. Das dahin. So. Und so. Und natürlich wieder andersrum. Wie immer. Wie könnte es auch anders sein? Ein Machine Frame. Der Igneous Extruder hatte noch hier unten einmal Gold, ne? Warte mal, hier Gold und. Eisen, Redstone, Glas. Okay. Das raus. Das kann drinnen bleiben. Und zwar so hier. Ein Redstone. Hätten wir den Machine Frame, den kann ich in die Mitte setzen. Das dahin. Kolben haben wir hier. Und außenrum Glas und Tin. Tin. Glas. Igneous Extruder fertig. Sehr schön. Den nehme ich mal mit runter. Wo ist das Tor? Da ist das Tor. Schon wieder einer. Hallo, jo. Hier unten wimmelt es immer von Enderman. Die aber auch schön droppen. Das ist auch gut. Da lohnt sich wenigstens. So, also okay. Ich baue hier oben einfach das Teil hin. So, komm, Igneous Extruder. Wo ist er? Hier hin. Plop. Ganz eiskalt. Weil dann kann ich hier an die Seite den Macerator setzen. Schlapp. Der Macerator ist dadurch automatisch angeschlossen. Das ist fein. Ich brauche einen Transposer. Ich brauche hier oben ein Loch in der Decke. Und ich brauche hier unten gleich den Ofen am besten, ne? Den Ofen. Electric Furnace. Ich brauche das umgesetzte Portal. Hier hinten. Da, genau. Ich brauche Glasfaserkabel. Das kann ich dann auch aussortieren. Weil das ja die letzten Maschinen sind. Wunderbar. Hier dazwischen brauche ich einen normalen, ganz stinknormalen Transposer. Ja, die Dinger gibt es auch noch. Und die brauchen wir auch noch. So, nach unten. Ich brauche natürlich ein Signal. Was ich von hier, glaube ich, kriegen kann. Ja, habe ich. Ja, hier habe ich die Dinger noch. Entsprechend einfach hier. Dort. Dort hier rüber. So, so. So, und so. Der ist angeschlossen. Gut, der pumpt. Oben ist der Macerator angeschlossen. Hier ist der Igneous Extruder angeschlossen, der aber noch nichts extrudieren kann, weil er ja noch nichts drin hat. Dann muss ich hier noch anschließen. Orange. Die Seite. Und die Seite. Und das hier aus. So. Dass der nach beiden Seiten quasi das Orange rauspumpen kann. So wird hier drin erstmal irgendwas hingesetzt. Hier drin wird quasi
Das geht so nicht, weil der blöd ist, der Doofkopf. Ich muss das ja unten runtersetzen. Na gut, dann machen wir das anders. Ich kenne da gar nichts. Dann mache ich einfach mal hier die Decke weg. Nehme den Igneous Extruder mit. Nein, das geht auch nicht. Ich muss das alles nochmal abbauen. Verdammt. Ich habe doch meine Electric Wrench da, oder? Verdammt, ich freue mich. Ich habe meine Electric Wrench da. Okay. Das heißt, ich muss da alles nochmal ein bisschen runter, aber das ist eigentlich kein Problem. Hier den Ofen eingesteckt. Hier ist der jetzt auseinandergefallen. Ich bin doch im Lostland, dachte ich. Verdammt, bin ich offensichtlich nicht gewesen. Na gut, dann muss ich einen neuen Macerator. Nee, Macerator? Electric. Ach ja, alles klar, da war ja noch Zeug drin. Daran lag's. Es lag am Zeug, was noch drin war. Gut, dann machen wir das eben so. Macerator, wo ist er? Macerator. Macerator hier hin. Sandstein normal. Machen wir die Decke wieder zu. Plup, plup. Plup. Ich könnte das eigentlich auch direkt von hier unten, oben, unten darunter leiten, aber nee, nee. Was soll's? Was soll der Geiz? Ich nehme den hier, den Igneous Extruder. Haue den weg. Haue das Teil hier oben drüber. Jetzt kriegt der, hat er eine Stromanschluss. Das war der Electric Furnace. Ach man. Was ist denn heute los? Ich will den Igneous Extruder da oben drüber hauen, verdammt. So. So, also Igneous Extruder hier oben drüber. So, der kriegt jetzt keinen Stromanschluss, das ist fein. Jetzt nehmen wir den Anschluss raus. Den Anschluss raus. Den hinteren Anschluss können wir rausnehmen. Und der da wird ebenfalls auf Dings geskillt. Und hier müssen wir dann gleich noch was einfüllen. Das können wir gleich noch machen. Was wir hier noch machen, ist erstmal ein Zweck, ein Zweck. Okay. Hauen hier unten den Electric Furnace hin. Jetzt kommt hier ein Transporter dazwischen. Jetzt kommt hier ein Transporter dazwischen. Okay. Hauen hier eins noch mit ran. Und verbinden jetzt diese Kabel hier. So. Meine süße Maus guckt gerade zur Tür hinein. Will gucken, was ich hier so feines bastel. Die Antwort ist, Schatz, ich weiß es selbst nicht. Ja. Wink mal in die Kamera, da oben ist sie. Sieht natürlich keiner, weil ich sie nicht anhab. So, Schatz, nicht machen, nicht ärgern. Ich bin hier gerade fleißig am Aufnehmen und ich muss mich eh konzentrieren, weil das da unten kompliziert ist. So, komm mal her, kriegst du einen Lutscher, ja. So, muss auch mal sein. Okay. Ich brauche einen Eimer Lava und einen Eimer. Und einen Eimer Wasser. Zwei Eimerlein. Lava sollte kein Problem sein. Die kriegen wir von oben. Nach wie vor. Yep. Jawohl. Und Wasser ist noch weniger ein Problem. Das haben wir ja auch zur Genüge hier drüben. Hep. Hier mal hin. Schlupp. Wasser, Lava. Das reicht uns schon vollkommen, um dort unten die Koppelproduktion zu starten. Aufgehen, Tür. Reinlassen. Dankeschön. Okay, und wieder runter. Schlopp. Jetzt hauen wir hier noch an die Seite einfach eine Kiste ran. Ganz eiskalt. Hier, Kistchen hin. Gut. Das heißt, wenn ich jetzt hier Lava einfülle, Wasser einfülle, dann müsste der mehr oder weniger gleichmäßig unten was in den Macerator klatschen. Ja, da kommt was an. Und hier in der Kiste dürfte eigentlich auch was ankommen, wenn ich denn... Ich kann ja mal kurz oben drüber den Sandstein nochmal schnell abbauen, damit ich reingucken kann. So, gucken wir mal rein. Jawohl, hier kommt auch was an. Im Macerator ist ebenfalls was drin. Der Igneous Extruder, der füllt natürlich jetzt erstmal alle Maschinen auf. Macerator... Hier Pflasterstein, wunderbar. Das wird direkt in den Ofen weitergeleitet. Der Ofen, nett wie er ist, pumpt das direkt raus. Und ja, das passt so, passt so. So, von hier oben muss ich dann den Koppel erstmal weiterverarbeiten zu. Ihr Art es vielleicht zu. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Gebt mir mal einen Tipp. Ich muss den Koppel da oben weiterverarbeiten zu einem Ofen, richtig. Okay, das heißt... Auch hier muss ich das leider wieder mit den Dingern machen hier. Automatische Werkbank, sowie diamantenes Transportrohr, sowie hölzernes Transportrohr.
Sowie eventuell ein. Nee, hier brauche ich keinen. Komm, hier setze ich keinen Relay, selbst wenn hier Koppelke daneben verloren gehen würde. Arschgeleckt. Was soll's? So, das Ding dahin. Dann setze ich hier eine automatische Werkbank einfach davor. Und hier setze ich keine Rücklaufleiste. Weil, wie gesagt, wenn hier Koppel verloren geht, was ich eigentlich nicht glaube, denn wie soll das eigentlich passieren? Schließlich, wenn ich hier anfange rauszupumpen, wenn das dann irgendwann der Fall ist. Was erst der Fall ist, wenn hier ein Redstone-Signal wieder ankommt. Wie soll das gehen? Nö, geht nicht. Habe ich beschlossen. So, okay. Dieses Koppel muss ich dann hier in diese Leitung hier rein transportieren mit. Das heißt, ich muss auf jeden Fall... Leite ich das nach unten weg? Nein, ich leite das jetzt nach oben weg, weil ich hier dann hier unten mit dem Glas vorbeikomme. Hier unten hätten wir... Eigentlich müsste jetzt... Okay. Kurz nochmal hier eine Änderung. Erneut. Weil das Ding nicht so will, wie es will. Soll. Miss. Wollen soll. Mano. Ich bin jetzt gerade ein bisschen traurig, dass das nicht so geht, wie es soll. Pö. Voll ärgerlich. Okay, dann machen wir das hier wieder weg. Das hier wieder weg. Damit der Redstone weg ist. Stimmt ja. Ich muss ja das, den Sand von der Seite weg pumpen. Entsprechend brauche ich hier mal, komm, nehmen wir mal das hier. Diesen Ofen nehme ich auch nochmal weg. Der kann dann am besten eins vor oder so. Hopp. Dann kann ich ihn auch, komm, dann setze ich eine, ja, ich setze den hier hin. Hier. Ich setze den jetzt hier hin. Öfchen, wo ist er? Da. Ofen 1 vor. Klack. Leite das Glasfaserkabel hier hinten lang. So. Hau den Koppel einfach hier an der Seite raus. Wo ist es? Wo ist der Transposer hin? Koppel. Das wird blöd. Ich muss den noch eins weiter vorsetzen. Mann. Voll ärgerlich. Dann könnte ich das aber auch andersrum bauen. Dann mache ich das genau andersrum, wie ich hier angefangen habe. Entsprechend. Kann ich die Lava wieder rausnehmen? Nee. Schade. Kann ich den vielleicht drehen dann mit einer anderen, mit der anderen Wrench? Muss ich mal probieren. Ich will jetzt nicht unbedingt, obwohl ich kann auch nochmal Lava holen gehen. Das ist jetzt nicht das Wilde. Das Wilde. Von der Wildheit her. Und so. So, das hier nochmal weg. Na, ich baue hier hinten ab. Blöd, Mann. Warum erwische ich nie das Rohr? Jetzt. Die Automatik Werkbank nochmal weg. Ja, den Rest machen wir dann in der nächsten Folge, Leute. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.